Oh, das ist ein bisschen. Liebe Genossinnen und Genossen, Hessen braucht eine andere Politik. Eine Politik für die vielen, für die über 900.000 Menschen, die von Armut bedroht oder betroffen sind. Und nicht für die wenigen Superreichen und Vermögenden, wie die 1.400 Einkommenssteuermillionäre, die das Statistische Landesamt in Wiesbaden ausweist. Hessen braucht eine Politik für die vielen, über 500.000 Menschen in Hessen, die von prekärer Beschäftigung und Niedriglöhnen betroffen sind, die kaum über die Runden kommen, und eben nicht für die wenigen, die nicht mehr wissen, wohin mit ihrem vielen Geld und mit Aktien und Betongold spekulieren, liebe Genossinnen und Genossen. Hessen braucht eine Politik für die vielen, für die unzähligen Wohnungssuchenden, die in den Ballungszentren, in den Universitätsstädten und mittlerweile auch in den kleineren Städten verzweifelt eine bezahlbare Bleibe suchen. Und eben keine Politik für die wenigen, die sich mega teure Luxuseigentumswohnungen in Innenstadtlagen leisten können und dafür locker weit mehr als 1 Million auf den Tisch legen können. Hessen braucht eine Politik für die vielen, die auf eine gute öffentliche Gesundheitsversorgung, auf gut ausgestattete öffentliche Krankenhäuser, auf bezahlbare Pflegeeinrichtungen angewiesen sind, und eben nicht für die wenigen, die sich private Zusatzversicherungen leisten können, die sich Privatkliniken und private Pflegeeinrichtungen leisten können, liebe Genossinnen und Genossen. Eine Politik für die vielen Menschen, die auf den öffentlichen Nahverkehr angewiesen sind, um an der Gesellschaft teilzuhaben, die sich in verstopften Bussen und Zügen drängen, weil sie sich kein Auto leisten können oder wollen. Und eben nicht für die wenigen, die mit immer teureren, schnelleren und größeren Luxuskarossen unsere öffentlichen Straßen verstopfen, in den Städten die Luft verschmutzen und unsere Lebensqualität beeinträchtigen. Und, liebe Genossinnen und Genossen, Hessen braucht eine Politik für die vielen Eltern, die auf gut ausgestattete und sanierte Schulen, auf ausreichend Lehrerinnen und Lehrer angewiesen sind, damit ihre Kinder die Schule erfolgreich bewältigen, und eben keine Politik für die wenigen, die sich teuren Unterricht an exklusiven Privatschulen oder Nachhilfeunterricht leisten können. Und Hessen braucht eine Politik für die vielen, egal ob es sich um Alteingesessene oder Hinzugekommene handelt. Eine Politik, die der Konkurrenz um Wohnraum, um Arbeitsplätze, ja und sogar um Lebensmittel, die Idee von sozialer Sicherheit, von Solidarität und ein gutes Leben für alle entgegensetzt. Solidarität ist die Antwort auf Spaltung, Stimmungsmache, auf rechte Hetze und Abgrenzung. Denn diese nutzt letztlich immer nur den ganz oben. Also, liebe Genossinnen und Genossen, Hessen braucht eine andere Politik, eine Politik für die vielen und eben nicht für die wenigen. Das ist die Botschaft unseres Wahlprogrammentwurfs. Das ist die Politik der Linken in Hessen, liebe Genossinnen und Genossen. Und von der schwarz-grünen Landesregierung ist eine solche Politik eben nicht zu erwarten. Sie hat in den vergangenen Jahren gezeigt, dass sie vor allem eines kann: die Lebenswirklichkeit der Menschen im Land zu ignorieren, beständig die eigene Politik über den schwarz-grünen Klee zu loben und so zu tun, als würden in Hessen Milch und Honig fließen. Und mit unserem Wahlprogrammentwurf, da haben wir konkrete Forderungen formuliert, um die Lebensbedingungen der Menschen im Lande Hessen zu verbessern. Wir wollen Armut bekämpfen. Wir verschließen nicht die Augen davor, dass arme Kinder sich kein Schulessen leisten können, dass Eltern arm sind, trotz Arbeit oder keinen Ausweg aus Hartz IV finden können, dass Menschen im Alter Flaschen sammeln müssen, um irgendwie über die Runden zu kommen. Und deswegen muss das Land Hessen gegen Armut vorgehen, gegen Kinderarmut. Wir brauchen ein ordentliches Vergabegesetz. Der Genosse und Kollege Michael hat darauf hingewiesen, ohne Schlupflöcher. Und wir wollen nicht nur im Bund einen bundesweiten gesetzlichen Mindestlohn, sondern wir wollen hier in Hessen einen vergabespezifischen Mindestlohn von 12 Euro. Das ist etwas, was das Land Hessen gegen Niedriglöhne tun kann, liebe Genossinnen und Genossen. Und wir bleiben dabei. Wir machen keinen Frieden mit der Agenda 2010 und den Hartz-Gesetzen. Diese falsche Politik muss ein Ende haben, und da müssen wir auch von Hessen aus ein Signal geben. Und wir brauchen bezahlbaren Wohnraum. Wir wollen es nicht mehr zulassen, dass der Markt mit der Versorgung von Wohnraum gnadenlos versagt, dass die Zahl der Sozialwohnungen weiter ins Bodenlose fällt. Wir wollen, dass die Wohnungsversorgung wieder öffentliche Aufgabe wird, dass deutlich mehr Sozialwohnungen von öffentlichen, von kommunalen Wohnungsbaugesellschaften errichtet werden.
Und wir wollen, dass öffentliche Grundstücke endlich wieder mit Wohnungen für die Mehrheit der Bevölkerung bebaut werden und nicht zu Hochpreisen verscherbelt werden, liebe Genossinnen und Genossen. Und den wenigen, die mit Grundstücken spekulieren, die damit spekulieren, dass Wohnungen leer bleiben, denen sagen wir ganz klar, mit euch werden wir uns anlegen. Wir wollen die Spekulation bekämpfen. Wir wollen wieder offensiver die Eigentumsfrage stellen. Und wir wollen spekulativen Leerstand bekämpfen. Wir wollen öffentliche Kontrolle. Und wir wollen am Ende auch wieder mehr öffentliches Eigentum. Im Grundgesetz heißt es, Eigentum verpflichtet. Das ist doch die Kernaufgabe der Linken, liebe Genossinnen und Genossen. Und wenn wir hier in der Stadt von Georg Büchner sind, ja, dann ist doch die Losung, die Oberbürgermeisterin hat es gesagt, Friede den Hütten, Krieg den Palästen. Ich würde heute sagen, Friede den Hütten und Paläste für alle, liebe Genossinnen und Genossen. Das ist die Wohnungspolitik der Linken. Aber wir wollen auch die Lebensverhältnisse in Stadt und Land verbessern. Wir brauchen keine Marketingkampagnen für den ländlichen Raum, wie es die Landesregierung macht, von der letztlich nur wenige PR-Agenturen profitieren. Sondern was wir brauchen, sind echte strukturpolitische Maßnahmen, die Schulen, Nahverkehr, Gesundheitsversorgung erhalten und ausbauen, Breitbandausbau vorantreiben und endlich dafür sorgen, dass die Kommunen nicht länger kaputt gespart werden, nicht in ihrer Verschuldung überlassen werden, sondern dass man sie endlich auskömmlich finanziert, liebe Genossinnen und Genossen. Und wir wollen den sozialökologischen Umbau unserer Gesellschaft. Wir wollen eine sozialökologische Verkehrswende. Und es ist schön, dass die Bundesregierung über den kostenlosen öffentlichen Nahverkehr diskutiert. Wir sind dafür viele Jahre verlacht worden. Und jetzt zeigt sich, dass sogar die Bundesregierung, wenn auch nicht besonders glaubwürdig, sich diese Idee zu eigen gemacht hat. Und da ist es doch ein Armutszeugnis, wenn ein grüner Verkehrsminister diesen Vorschlag nicht aufgreift und sagt, na endlich geht's voran mit dem ÖPNV, sondern den dann auch noch kritisiert. Wir bleiben dabei, unser Ziel mittel- und langfristig, wir wollen die Fahrpreise senken, wir wollen den Nulltarif und wir wollen dafür sorgen, dass alle Menschen mobil sein können, unabhängig von ihrem Geldbeutel, liebe Genossinnen und Genossen. Und jetzt gab es an dem Antragsentwurf den Kritik, der sozialökologische Umbau sei nicht hoch genug gewichtet. Ich will euch sagen, ich finde, man kann über Formalien und an welcher Stelle das im Programm steht, immer streiten. Aber ich will es mal umdrehen. Ich glaube, wir hatten in Hessen noch nie ein Wahlprogramm, in dem der sozialökologische Umbau einen solchen Stellenwert gehabt hat, sich durch die einzelnen Passagen von der Wirtschaftspolitik über die Verkehrspolitik, über eine alternative Energiepolitik bis in den Agrarsektor zieht. Und deswegen sage ich mal, unabhängig, wo es steht, ich bin stolz auf diesen Landesverband, weil wir wollen die Bewahrung der Natur, unserer Umwelt verbinden mit der sozialen Frage. Und auch das ist die Handschrift unseres Wahlprogramms, liebe Genossinnen und Genossen. Und wir brauchen in diesem Land endlich eine Investitionsoffensive in die öffentliche Infrastruktur. Bezahlbares Wohnen in Schulen, Krankenhäuser und in Busse und Bahnen. Denn die Landesregierung, die lässt die öffentliche Infrastruktur verkommen. Das Investitionsniveau in den Kommunen ist unterirdisch. Deswegen brauchen wir mehr Investitionen. Das ist auch eine Frage der Zukunftsgerechtigkeit. Ja, was haben wir denn davon, wenn der Finanzminister seine schwarze Null und einen Mini-Schuldenabbau feiert und unseren Kindern aber marode Schulen und marode Kitas hinterlassen werden, unser öffentlicher Nahverkehr nicht funktioniert? Das ist keine generationengerechte Politik, liebe Genossinnen und Genossen. Wir müssen jetzt für die kommenden Generationen in die öffentliche Infrastruktur investieren. Und wer diese Aufgaben finanzieren will, wer es ernst meint mit einem Politikwechsel, der muss endlich eine gerechtere Besteuerung der Reichen und Vermögenden in diesem Land durchsetzen. Und die Grünen sagen uns immer, wir würden die Wählerinnen und Wähler für dumm verkaufen, wenn wir die Vermögensteuer fordern. Und wir wissen, das Land Hessen kann sie nicht einführen. Das Land Hessen würde aber profitieren, weil es eine Ländersteuer ist, die dem Landeshaushalt zugutekommt. Ich sage den Grünen, wer behauptet, dass in diesem Land wirkliche gesellschaftliche Veränderungen möglich wären, ohne dass wir die Reichen und Superreichen endlich wieder angemessen an der Finanzierung des Gemeinwesens beteiligen, der verkauft die Menschen in diesem Land für dumm, liebe Genossinnen und Genossen.
Und es ist doch absurd, dass ausgerechnet der hessische Finanzminister Dr. Thomas Schäfer sich zum Vorkämpfer für Steuergerechtigkeit macht. Ihr erinnert euch, wer war es denn in diesem Land? Es war eine CDU-geführte Landesregierung, die Steuerfahnder psychiatrisiert hat, aus dem Dienst entfernt hat. Es ist die schwarz-grüne Landesregierung, die toleriert, dass Fraport eine Tochterfirma in einer Steueroase unterhält. Wer es ernst meint mit Steuergerechtigkeit, der sollte sich öffentlich bei den Steuerfahndern entschuldigen und der sollte den Briefkasten in Malta endlich schließen, liebe Genossinnen und Genossen. Und wir wollen eine friedliche Politik. Das Gegenteil ist der Fall. Von hessischem Boden geht Krieg aus. Bei dem Überfall der türkischen Armee auf die kurdische Selbstverwaltung in Nordsyrien. Ja, da rollen in Deutschland hergestellte Panzer. Die Geschütztürme der Leopard 2-Panzer werden von Krauss Maffei Wegmann in Kassel produziert. Ich sage, frei nach Bert Brecht, was ist das Tragen einer Fahne gegen den Einsatz deutscher Panzer? Liebe Genossinnen und Genossen, wir nehmen die Rüstungsproduktion in Hessen nicht hin. Wir wollen sie beenden und auch dafür hat das Land Hessen eine Verantwortung. Und dabei berufen wir uns auch auf die hessische Verfassung. Ich weiß, einige wollen sie streichen, die Bezüge. Dieses großartige Dokument, verabschiedet von Sozialisten, Kommunisten und linken Christdemokraten nach dem Zweiten Weltkrieg. Dieses Dokument sagt, der Hessen bekennt sich zu Frieden, Freiheit und Völkerverständigung. Der Krieg ist geächtet. Jede Handlung mit der Absicht, einen Krieg vorzubereiten, ist verboten. Liebe Genossinnen und Genossen, klarer kann man Friedenspolitik nicht benennen. Ich möchte, dass diese Maxime der hessischen Landespolitik Wirklichkeit in Hessen wird. Und da ich zum Ende kommen muss, liebe Genossinnen und Genossen, wir können selbstbewusst in dieses Wahlkampfjahr gehen. Wir brauchen uns nicht zu verstecken. Wir gehen mit Rückenwind in die Landtagswahl. Nicht zuletzt unsere liebe Genossin Janine Wissler, die jetzt in Frankfurt ein ganz hervorragendes Ergebnis als Oberbürgermeisterin erzielt hat. Herzlichen Glückwunsch an Janine und die Frankfurter Kreisverband. Das habt ihr super gemacht. Wir haben mehr als 3.000 Mitglieder. Wir sind so viele wie noch nie seit der Parteigründung. Die Umfragen, gut, da soll man nicht so viel drauf glauben und nicht so viel drauf geben, aber die sehen uns zwischen 7 und 8%. Das, liebe Genossinnen und Genossen, ist doch eine tolle Ausgangslage. Heute diskutieren wir unseren Programmentwurf. Selten hat es eine so intensive Debatte gegeben. Dafür möchte ich mich bei allen bedanken. Bei den Kreisverbänden, bei den Kolleginnen und Kollegen vom DGB, VDK, von der IG Metall, dass ihr unsere Debatte vorangebracht habt, dass ihr unseren Programmentwurf kommentiert habt. Wir haben vieles von dem, was ihr gesagt habt, übernommen. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken bei allen, die an der Diskussion beteiligt waren, bei den Kreisverbänden, dem Landesvorstand und die ABK, die in den letzten Tagen schlaflose Nächte gehabt haben. Liebe Genossinnen und Genossen, unser Motto ist, gemeinsam für ein soziales, ökologisches, friedliches und buntes Hessen. Für die vielen und eben nicht für die wenigen. Heute können wir den Grundstein legen, dafür am 28. Oktober gestärkt in den Hessischen Landtag einzuziehen. Ich freue mich auf die Diskussionen mit euch und auf den Kampf in den nächsten Monaten. Vielen Dank.